The same procedure as every year, möchte man fast meinen. Unterm Strich hatte man dafür aber auch einen guten Grund. Ungezählte Besucher zog es am Buß- und B-Tag wieder nach Elsterwerda zur mittlerweile 9. Suppenmeile. Ob nun thailändische Fischsuppe, Holundersuppe oder ganz klassisch Kartoffelsuppe und Soljanka, für jeden Geschmack hatten die insgesamt 13 Köche aus der Region mit ihren rund 30 angebotenen Suppen etwas zu bieten. Und so schallte gleich zur Eröffnung eine altbekannte Melodie über den Platz, die längst zur heimlichen Hymne der Suppenmeile geworden ist. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Herzlich willkommen in Elsterwerda zur nunmehr 9. Suppenmeile. Wer hätte gedacht, dass die Jahre so schnell verfliegen und die Qualität der Suppen, wir haben schon mal vorgekostet, lieber August, die Qualität hat sich gehalten und sie hat sich sogar verbessert. Die Angebote sind zahlreicher als in den letzten Jahren und an dieser Stelle allen Köchen, die seit Tagen unterwegs sind, für die Versorgung und für die Bewirtung unserer sächsischen Nachbarn und natürlich unserer eigenen Leute ein großes, dickes Dankeschön. Das Angebot war riesig und auch der Ansturm war in diesem Jahr wieder entsprechend. Der Auftakt war zudem im wahrsten Sinne des Wortes stürmisch. Es war heute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein stürmischer Beginn. Erstens wegen der Wetterkapriolen. Wir haben auch jetzt gerade noch mal zusätzlich gesichert das Zelt, um da wirklich sicher zu gehen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn noch ein zusätzliches Medium neben euch kommt, über das wir immer sehr dankbar sind, dann hat man natürlich auch noch ein bisschen mehr Hektik. Was habt ihr denn vorbereitet heute außer der Live-Sendung beim RBB? Also es wird, wie gesagt, 13 Köche sind hier, die bieten mehr als 35 Suppen an. Wir wollen zwischendurch auch immer wieder eine Verkostung machen, wollen sozusagen die Suppen auch einzeln mal ein bisschen näher vorstellen lassen. Vor allen Dingen viele fragen, was ist denn diese syrische Suppe? Also wir wollen also auch ein bisschen was zu den Inhalten sagen. Und wir werden natürlich, das ist so ein kleiner Höhepunkt, noch dann um 16 Uhr den Suppenkasper-Wettbewerb haben und das erste Mal Feierabendsuppe für die Brandenburger, die sich ja immer beschwert haben, dass sie also nichts mitkriegen von der Suppenmeile. Was werden denn für Suppen hauptsächlich angeboten? Also eigentlich querbeet. Also das, was man kennt, Bohnensuppe, Nudelsuppe, Linsensuppe, Erbsensuppe. Aber es gibt eben auch so ein paar Raritäten. Süß-saure Flecke zählt dazu. Eine thailändische Fischsuppe wird es geben. Es wird Heidschnuckensuppe geben. Das fällt mir. Holundersuppe ist immer so ein Renner. Also das funktioniert irgendwo erstaunlich auch immer ganz, ganz gut. Ja, also man kann sagen, eigentlich alles vertreten. Auch in diesem Jahr brachten sich wieder zahlreiche lokale Promis in die Suppenmeile ein. Den ganzen Tag lang wurden für einen guten Zweck Plinse gebacken. Ja, da gibt es also die Aktion zugunsten der Aktion Wir helfen. Dort werden wieder Plinse gebacken. Dazu gibt es Apfelmus und Kaffee dazu. Das alles für sozial Schwache. Wir wollen vor Weihnachten mit diesem Erlös noch sozial Schwachen helfen. Und darüber hinaus dann eben um 16 Uhr bei der Feierabendsuppe hat ODW und Bauer Fruchtsaft auch noch was dazu spendiert. Es wird also auch ein Glühweinchen geben, es wird Joghurt dazu geben und es wird also diese Feierabendsuppe für nur 3,50 mit diesem ganzen Paket quasi geben. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Dann vielen Dank und toi, 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 dass das Wetter heute noch hält. Danke, ohne eure Zusammenarbeit geht das sonst auch nicht. Dankeschön. Thank you.
bin ich hier im Fernsehen. Hallo, Mensch, das ist mir aber auch ganz lieb. Spannend wurde es dann gegen 16 Uhr. Zum einen ging es an die Krönung des diesjährigen Suppenkaspers und zum anderen begannen die Kollegen vom rbb-Fernsehen damit, eine Stunde lang live von der Suppenmeile zu berichten. Die größte Freude bei der Krönung des Suppenkaspers hatte diesmal die Kita Bremer Stadtmusikanten aus Elsterwerder West. Leider waren sie die einzigen Teilnehmer am Wettbewerb, konnten der Siegerehrung daher eher gelassen entgegensehen. Geschmeckt hat die Suppe den strengen Geschmacksnerven der Juryköche dennoch. Umso größer war letztlich die Freude darüber, dass man den Preis zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen konnte. Und mittendrin bei einem Wettbewerb, dem Suppenkasper-Wettbewerb. Benni, was musstet ihr machen? Danny, richtig. Was musstet ihr machen? Ja, wie, keine Ahnung. Wie viele haben denn jetzt hier mitgemacht? Waren das kleine Gruppen oder haben alle zusammengebrochen? Es wollten dieses Jahr so viele Kinder mitmachen, dass wir einfach aufgeteilt haben. Wenn drei Zwiebeln rankommen, jeder eine Zwiebel geschnitten, sodass jeder einfach mal einen kleinen Handschlag getan hat. Da müssen sich die Damen und Herren jetzt vielleicht mal ihren Weg bahnen. Macht doch mal ein bisschen Platz vielleicht. Zum Beispiel für Ronny mit Kerze mit der größten Kelle hier. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, jetzt nehmt doch mal eure Kelle und macht mal Suppe so rein. So, die Kleinen haben für die Großen gekocht. Und die Profis dürfen jetzt also das Ergebnis testen, löffeln. Ich weiß nicht, im Falle von Ronny McErbsen muss man wohl eher sagen, kellen. Silvina, macht man das Toastbrot noch mal drauf? Alle. Hab ich alle hier. Ich auch. So, meine Herren, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Titel verteidigt. Ganz einfach geht das mit einer Kürbiscremesuppe. Wie lange hat es gedauert? Alles steht im Leben. 2 Stunden. Das Rezept kam von wem? Ah, genau. Dann ist sozusagen alles in trockenen Tüchern gewesen. Ach, denn wunderbar. Das heißt, Sie sind auch so für die Kita so ein bisschen, sag ich mal, die Schwester für alles, kann man das so sagen? Papa, Mutter. Hallo. Und ist es jetzt noch die Bremer Stadtmusikanten-Kita oder ist es jetzt schon die Suppenkasper-Kita? Wir sind Suppenkasper-Kita. Ja. Danke, super gelungen. Und Sie euren Ernst dann wieder. Sehr schön. Was macht? Okay. Erbsensuppe ist ein Essen, das wohl jedem schmeckt. Dreimal hoch noch heute Manne, der sie hat entdeckt. Einmal im Monat, dann ladet der Verein alle seine Freunde zur Erbsensuppe ein. Neulich schmeckte sie besonders gut, ganz einfach toll. Doch der Wirt hat sich vertan, ein Kessel blieb noch voll. Warum? Echt? Cool. Wir werden da zweimal gefilmt. Ja, wir werden gefilmt. Einmal die Suppe und einmal... Jetzt will man nicht mehr von denen. Wer hat doch nicht, wer will noch mal? Wer hat doch nicht, wer will noch mal? Es ist doch Suppe da. Es ist doch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Hallo. Großer Ansturm, dann auch auf die Feierabendsuppe. Extra gekocht für die Brandenburger, die am Buß- und Bettag im Gegensatz zu den sächsischen Nachbarn keinen Feiertag haben. Und sie gingen buchstäblich weg wie warme Semmeln. Thank you.
Insgesamt war die Suppenmeile auch 2015 wieder ein großer Erfolg. Was sich die Organisatoren zur Jubiläumssuppenmeile im kommenden Jahr einfallen lassen wollen, wurde noch nicht verraten. Man kann sich aber sicher sein, dass es auch am Buß- und Bettag 2016 wieder heißt: Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal.